die Genehmigungsplanung, die Leistungsphase 4 nach HAI für Architekten und Ingenieure. Darum geht es gleich in diesem Video. Die Leistungsphase 4, die Genehmigungsplanung, darum geht es in diesem Video. Was ist die Leistungsphase 4? Sie haben über die Vorplanung, über die Entwurfsplanung nun ganz klar festgelegt, was Sie haben wollen. Natürlich haben schon erste Gespräche auch in den vorherigen Leistungsphasen stattgefunden mit den entsprechenden Genehmigungsbehörden. Passt Ihr Gebäude aufs Grundstück, darf es so gebaut werden. Der Architekt hat für Sie schon abgeklärt, was da machbar ist. Weil es macht natürlich keinen Sinn, ein Gebäude zu planen, das hinterher nicht genehmigt werden kann. Damit so eine Genehmigung für Sie stattfinden kann, muss dieses ganze Gebäude eingereicht werden. Das heißt, es werden Pläne erstellt, die aussagekräftig sind, wo die Behörde sagen kann, ja, ich verstehe, wie dieses Gebäude gedacht ist, die Größen sind ablesbar, die Dimensionen sind definiert, auch die Abstandsflächen vor allem zu den Grenzen und zu den Nachbargebäuden sind genau definiert. Diese Pläne werden eingereicht. Die Pläne, die der Architekt macht, werden ergänzt mit Plänen von dem Vermessungsingenieur. Der Vermessungsingenieur schaut ganz genau hin, wie groß ist denn der Abstand zum Nachbargebäude, zu den Grenzen. Und da gibt es genaue Vorschriften in den Bebauungsplänen und die müssen natürlich eingehalten werden. Weiter muss schon bereits ein Tragwerksplaner mit ins Boot geholt werden, der sagt, ja, dieses Gebäude kann grundsätzlich so gebaut werden. Der hat vielleicht schon erste Berechnungen angestellt, wenn es nötig ist, aber in der Regel ist es zum Beispiel beim Einfamilienhaus noch nicht nötig. Aber er sagt, okay, ich habe mir das Gebäude angeschaut, es passt. Der muss auch seinen Stempel geben, sein Okay geben, dass er mit im Boot ist, weil die Behörden wollen natürlich sicherstellen, dass ein Gebäude auch entsprechend solide gebaut wird und wollen sicherstellen, dass bereits ein entsprechender Tragwerksplaner, also landläufig Statiker genannt, dann auch schon bereits mit im Boot ist. Und so wird ein ganzes Paket geschnürt, da kommt noch ein Haufen Formulare dazu, wo alles Mögliche auch ausgefüllt wird. Das macht Ihr Architekt für Sie, die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden, zum Beispiel die Angaben über die Heizung, ob jetzt da eine Pelletheizung, eine Gasheizung oder eine Ölheizung rein soll und diese ganzen Dinge. Die werden alle da schon in die Formulare mit eingetragen und dann wird eingereicht. Denken Sie daran, dass die Behörden, je nachdem, wo Sie es einreichen, bis zu 3 Monaten brauchen, bis so eine Genehmigung tatsächlich dann auch erteilt wird. Es ist sehr unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde. Da kann man sich auch so ein bisschen auf die Erfahrungswerte verlassen. Aber wenn da mal die Sommerpause ist, dann passiert auch mal 6 Wochen nichts. Da haben wir als Architekten sehr, sehr wenig Einfluss drauf, auch wenn wir natürlich einen guten Kontakt zu den Behörden haben, sind uns da die Hände gebunden. Dies müssen Sie mit einrechnen. Das ist ein bisschen frustig, weil man hat ja die Planung fertig, man will ja loslegen, man hat ja alles, in der Regel schon das Grundstück und will eigentlich anfangen zu bauen und dann muss man erstmal warten, bis es genehmigt ist. Man kann natürlich schon weiter planen, aber es ist ein gewisses Risiko, das müssen Sie einfach wissen, wenn Sie Ihre Genehmigung beantragt haben und die Behörde dann feststellt, ja, vielleicht hätten wir es doch an der einen oder anderen Stelle gern ein bisschen anders und dann müssen Sie da nochmal eine Runde drehen, dann fangen Sie mit der weiteren Planung wieder von vorne an. Das ist natürlich Ihr Risiko als Bauherrn, wenn Sie sagen, Sie haben es eilig, lieber Architekt, fang bereits an mit der Werkplanung, das wird schon alles gut gehen, müssen Sie wissen, dass es Ihr Risiko ist. Natürlich kann man so ein Risiko abschätzen. Aber es gibt Genehmigungsverfahren, zum Beispiel wenn man nach dem sogenannten § 34 baut, sprich es gibt keinen festen Bebauungsplan, es gibt sozusagen eine Entscheidung im Einzelfall, dann würde ich Ihnen raten, sehr vorsichtig an der Stelle zu sein. Also dieses ganze Paket an Plänen und Unterlagen müssen Sie als Bauherr natürlich unterschreiben und der Architekt unterschreibt es als Fachmann und er darf das auch. Das heißt, Sie brauchen da jemanden, der die Zulassung hat, überhaupt so eine Baugenehmigung zu beantragen. Das darf nicht jeder, sondern dafür gibt es Architekten, die entsprechend diese Zulassung haben. Ihr Architekt unterstützt Sie da an der Stelle. In der Regel bekommen Sie von dieser Genehmigungsplanung nicht viel mit, ja, außer dass Sie am Ende das unterschreiben sollen. Was von Ihnen da drin ist, sind die Entwurfspläne, die vorher von Ihnen abgesegnet worden sind, die die Grundlage für die Genehmigungsplanung darstellen.
Auch die Genehmigung kostet Gebühren, ja, das hängt auch ab von der Größe des Gebäudes. Da gibt es eine Gebührenordnung, die können Sie bei Ihrer Gemeinde natürlich erfragen. Je nachdem, wie groß und wie teuer das Gebäude ist, entsprechend fallen da Gebühren an. Ja, so viel zur Genehmigungsplanung an der Stelle. Und wenn die Genehmigung durch ist, dann fängt der Architekt an mit der Werkplanung. Leistungsphase 5, darum geht es bereits im nächsten Video. Viel Spaß dabei!